bin Sören Glöckner, 57 Jahre alt, habe den Beruf des Maurers gelernt und bin später Bauingenieur geworden, habe 3 Kinder und feiere dieses Jahr zusammen mit meiner Frau silberne Hochzeit. Ich bin seit vielen Jahren bei den Dresden Monarchs und zwar ehrenamtlich als Präsident, habe dort gespielt bis 1997 und seit 1998 bin ich Präsident hier im Verein. Good News für Sachsen sind in erster Linie, dass die Dresden Monarchs wieder angreifen und dieses Jahr nach dem deutschen Meistertitel greifen wollen. Oder auch, dass wir als Verein über 1000 Mitglieder haben, die hier sehr aktiv sind. Aber wenn man genau hinschaut, sind die Good News für Sachsen eigentlich die, dass wir in einer sicheren Welt leben, wohlbehütet, im Wohlstand. Und das geht den meisten Menschen auf der Erde nicht so gut. Und wir haben unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten, die wir für uns nutzen können. Und das sind, glaube ich, die wahren Good News. Zu uns kommen Menschen, die so ihre Freizeit bei uns verbringen wollen, aber nicht um zu konsumieren. Wir sind kein Verein, wo man konsumieren kann, wo es einen Vorstand gibt, der sagt, wo es lang geht, sondern bei den Monarchs, so wie das auch bei anderen Vereinen der Fall ist, es ist immer so, dass diejenigen, die kommen, auch bestimmen, was hier passiert. Und das Leben im Verein gestalten die Mitglieder. Und ich möchte das vielleicht an 3 Beispielen kurz ein bisschen erörtern. Und zwar letztes Jahr war es so, dass wir ein paar Frauen zu uns gekommen sind, die gesagt haben, wir müssen unbedingt mal wieder eine Frauenmannschaft beleben. Wir hatten das bis 2012, eine Frauenmannschaft. Und wir haben im Kinder- und Jugendbereich so viele junge Mädchen und junge Frauen, die keine Möglichkeit haben, im Tackle-Football zu spielen. Und ja, da haben wir uns zusammengesetzt und haben geschaut, welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, dass das Ganze nicht nur eine Idee bleibt, sondern dann, wenn das auch erfolgreich ist, dass man dann auch nicht Sorge haben muss, dass das Ganze dann irgendwann doch nicht funktioniert oder nicht genug Ehrenamtliche da sind. Und als die Rahmenbedingungen fertig waren und die Trainerinnen auch bereit standen, das Ganze loszufahren, haben wir das veröffentlicht und wir waren erstaunt und überwältigt, dass gleich beim ersten Training über 40 Spielerinnen da waren, die also Interesse hatten und die meisten davon natürlich auch Neulinge. Mittlerweile ist die Mannschaft auf 60 Spielerinnen angewachsen. Sie haben nicht Ausrüstung gekauft, also auch investiert, haben ihr erstes Trainingslager, ihr erstes Spiel, Freundschaftsspiel bestritten und das ist ein voller Erfolg. Und ich glaube, das zeigt, dass eben im Verein wirklich tatsächlich nur Dinge passieren, die eben von den Mitgliedern aus eben auch initiiert werden. Ein anderes Beispiel kommt aus dem Jugendbereich. Unsere Jugendlichen sind ja doch eine recht große Gruppe. Von den fast 1000 Mitgliedern sind über 400 Kinder und Jugendliche. Und wir möchten unbedingt, dass sie in Zukunft mehr Gestaltungs- und Mitspracherecht haben und Möglichkeiten haben und arbeiten an einer Jugendordnung. Haben uns mit den Jugendlichen zusammengesetzt und gefragt, ob sie daran Interesse haben. Und es hat sich gezeigt, dass also aus den ganzen Mannschaften über 20 Vertreterinnen zusammengekommen sind. Und wir arbeiten jetzt an der Jugendordnung. Und wenn uns das gelingt, haben wir dann vielleicht am Ende dieses Jahres oder zur nächsten Mitgliederversammlung dann auch ein verbrieftes Mitspracherecht. Und das geht uns darum, dass sie nicht nur mit Spracherecht, sondern eben auch mit Verantwortung übernehmen. Sie kriegen ein eigenes Budget, können darüber also auch selbstbestimmt verwalten und bestimmen. Und unser Interesse ist natürlich nicht nur die Mitbestimmung, sondern das sind natürlich die Ehrenamtlichen von morgen. Denn sie lernen jetzt schon, Verantwortung zu tragen, nicht nur Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu tragen und vor allen Dingen mitzugestalten im Verein. Darum geht es uns, dass sie eben auch ihre Ideen mitverwirklichen können. Und wenn uns das gelingt, dann haben wir dann später, wenn sie dann 18, 19, 20 sind und vielleicht irgendwann mal überlegen, dass sie vielleicht nicht mehr sportlich dabei sind, eben den nächsten ehrenamtlichen Trainer. Wir haben ja aktuell 72 ehrenamtlich arbeitende Trainer im Verein. Das ist sehr viel. Und das braucht es auch, wenn man so ein großer Verein ist mit so vielen Mannschaften. Und eine dritte Idee kommt aus dem U19 Special Team. Das ist ein Team, wo Kinder und Jugendliche mit geistigen Beeinträchtigungen hier ihre Freizeit verbringen und zusammen spielen. Unheimlich viel Freude haben und die Eltern sind stolz, die Kinder sind stolz und freuen sich jede Woche wieder aufs Training. Und von ihnen kam der Vorschlag, dass bei unseren Spielen des GFL-Teams Utensilien ausgegeben werden könnten, die gerade Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen das leichter machen, diesen Event mit dem wirklich lautstarken Publikum auch leichter genießen zu können. Und wir haben beim letzten Spiel das erste Mal einen Stand eröffnet, wo wir Dinge ausgegeben haben, die es eben erleichtern, den Kindern und Jugendlichen
Im Rudolf-Habig-Stadion war das eben so ein Spiel zu erleben. Wir haben Kopfhörer verteilt, Stressbälle und andere Utensilien, die einfach wichtig sind. Die sind ausgeliehen worden und ja, der erste Tag war überwältigend, weil es war komplett ausgegeben. Also alles, was wir vorbereitet hatten, ist also ausgeliehen worden. Es kamen auch Menschen, die gar nicht ausleihen wollten, die einfach bloß uns auf die Schulter geklopft haben und sich gefreut haben über die Idee, die wir da hatten. Und auch das ist eben aus der Mitgliedschaft entstanden. Und das zeigt eben, dass so wie das im normalen Leben, auch in unserem privaten Umfeld ist, man kann eben die Dinge, die einen privat betreffen, eben sehr gut gestalten. Man muss halt nur den Hintern vom Sofa bekommen und etwas einfach machen. Hoffnung gibt mir, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, die ihr Leben gestalten, unser Leben, unser gemeinschaftliches Leben. Dadurch entstehen immer wieder neue Projekte, neue Ideen. Und allein, dass das so ist, zeigt, dass wir doch in einem guten Umfeld leben, in einer guten Gesellschaft. Und diejenigen, die laut, stark, klagend durch die Welt gehen, eigentlich doch in der Minderheit sind und dass das gar nicht unser Leben ist. Ich wünsche denjenigen, die vielleicht das Leben noch nicht so für sich entdeckt haben, dass sie eben da auch ein bisschen Freude haben, ihr Leben zu gestalten und Spaß haben, Dinge in die Hand zu nehmen und entdecken, so wie wir das bei uns im Verein für uns entdecken, dass es Spaß macht, für sich und für andere etwas zu bewegen und das Positive zu sehen und auch das Positive, die Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen. Und vor allen Dingen immer dann, wenn es wichtig ist, aufstehen und den anderen auch sagen, es ist gut, wie wir hier leben und es macht einfach Spaß und diejenigen sollen bitte auch etwas lauter sein.